Hallo, hier ist euer Marc, euer Influencer und ich habe eine echte Sensation für euch. Ich habe mich entschlossen, offiziell eine Untersuchung in Karlsruhe anzuregen bzw. einzureichen und zwar gegen diese Frau hier. Das ist die 64-jährige Präsidentin des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe. Ich habe nämlich Grund zur Annahme, dass ich komplett und absolut allein wegen meiner Abstammung über den Tisch gezogen wurde. Und das kann man nur durch eine Untersuchung herausfinden, denn ich bin, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, am 7.7., vor 2 Jahren ist das her, 2 Jahren, bin ich mit aller Macht der Justiz Münster obdachlos gemacht worden. Und das ist eine bodenlose Schweinerei. Die haben das durchgezogen, die haben wirklich hier, die haben wirklich kriminell gehandelt. Und zwar ganz einfach, die haben die Gesetze gegen mich angewendet. Es ist wirklich unfassbar. Und insofern, ich habe die Frau Limperg selbst angeschrieben. Ich habe ja dann eine Nachricht bekommen. Ich mache hier mal kurz das Licht an, damit ihr das auch besser sehen könnt. Moment. So, hier. Das ist dieser Brief von der Präsidentin des Bundesgerichtshofes an mich aus Karlsruhe. Allein schon das Aktenzeichen, das birgt schon sehr, sehr großes Verwunderung. S18440626. Und die Bearbeiterung war eine Hanna Sondergeld. Gut. Soweit, so gut. Die haben dann mir natürlich gesagt, ich müsste einen Anwalt haben. Und da kam das dann, mein Problem. Keiner der 38 zugelassenen Anwälte, man braucht also einen speziellen Anwalt in Karlsruhe. Keiner dieser Herren und Damen, die ich angerufen und ich habe jeden Einzelnen angeschrieben, angerufen, wollte mir helfen. Was machst du denn, ne? Da hast du doch wirklich verkackt. Wenn du keinen Anwalt hast, kannst du auch nicht gegen vorgehen, gegen einen unglaublichen Beschluss. Ich habe immerhin, Leute, meine ganze Wohnung verloren, wo ich 9 Jahre wohnte mit meiner Mutter zusammen. Und sie dort gepflegt habe. Das kommt noch dazu. Und dann hat hier ein vorsitzender Richter am Landgericht Münster, der ist Gott sei Dank mittlerweile pensioniert. Das war so ein ganz unglaublicher, eiskalter Vogel. Wir haben den ja im Gericht auch besucht. Herbert, Bruno und ich. Ich habe dem vor ihm geheult und habe angefleht, mir zu helfen. Der Kerl war eiskalt. Und das ist meine Erfahrung mit dem Landgericht Münster. Und deswegen werde ich jetzt Vorsicht walten lassen wegen dieses Richters und den 3 Richtern, die mir hier entgegengetreten sind mit Kostolmann. Die sind in großer, großer Bringschuld. Die haben mich hier nach Strich und Faden verarscht. Ich bin ja immerhin ein Justizopfer, auch wenn sich das abgelatscht und komplett irre anhört. Aber es ist so. Und Frau Limperg, Sie wissen, warum Sie das gemacht haben. Sie wissen das ganz genau. Und deswegen werde ich eine Untersuchung beantragen. Denn das geht nicht, dass man einen komplett Unschuldigen aus der Wohnung wirft, wo ich niemals, niemals irgendeine Nachbarin und Nachbarn beleidigt habe. Das habe ich schließlich in meiner Berufungsverhandlung am 23.06.2021 bewiesen. Ich wurde freigesprochen und dennoch wurde diese irre Kündigung von dem Herrn Jörg Dickmann, dem Größenwahnsinnigen des Bauverein Kettlers und der immer noch als Vorstandsvorsitzender für Wohnen in Münster sitzt. Der ist noch nicht rausgeflogen. Das habe ich jetzt schon mehrmals dem Herrn Lewe gesagt. Was hier abgeht, ist ein richtiger, übler, städtischer Megaskandal, wo jeder mitmacht. Und hier müssen wir anfangen, am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Auch so irre das klingen mag, aber es ist ein Skandal und es ist gleichzeitig
eine Sensation, weil Gustl Mollat war dumm. Der hat sich nicht wehren können. Ich meine, er war nicht dumm, aber er war einfach komplett in die Ecke getrieben von Leuten wie diese Frau Limperk und der ganzen Staatsanwaltschaft Bayreuth und auch letztendlich Nürnberg. Wenn Sie den Fall vielleicht kennen, ist hochinteressant. Und wegen des Falls Mollats sitze ich noch nicht in der Psychiatrie, weil die haben das versucht, mich hier mit meinem eigenen Anwalt mir zu drohen und mich in die Psychiatrie einzuweisen. Deswegen werde ich auch die Berufungsverhandlung gegen Herrn Philipp Hagemann, der ist noch dazu, sitzt der im Rat der Stadt Münster, muss man sich mal vorstellen. Jetzt ist mir eingefallen, das heißt Bündnis für Wohnen in Münster, wo Herr Jörg Dickmann hockt. Und der muss auch seinen Posten da verlieren. Das ist ein krimineller Mann, der sich mit meiner Halbschwester Patrizia Bilotti zusammengetan hat und dann gemeinsam mit den Nachbarn sowas Ausgekochtes haben. Und das sollte definitiv nach Paragraph, das fordere ich vom Bundesgerichtshof ein, nach Paragraph 129 StGB, das ist die Bildung einer kriminellen Vereinigung, die zum Ziel hatte, dass ich obdachlos werde und auf der Straße sterbe. Das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber ich bin obdachlos geworden. Und aus dem Grund kündige ich hiermit die Beantragung einer Untersuchung im Fall des Aktenzeichens, ist ja sehr seltsam, verwunderlich, S18-44026. Die haben mir nur Absagen erteilt. Was willst du tun, wenn du beim Bundesgerichtshof anklopfst und du bist sicher, dass du den Fall aus Münster, das absolutes Fehlurteil, dahin schickst und dann sagen die, ja, du brauchst einen Anwalt, einen von den 38. Und dann kommt das zum Tragen, was jedes Justizopfer fürchtet, nämlich das Zusammenspiel von 38 Rechtsanwältinnen, die dann sagen, nö, wir haben keine Zeit, wir sind beschäftigt, wir haben keine Lust und. Manche, viele haben sich gar nicht zurückgemeldet. Das ist ein Justizskandal. Das ist Rechtsbruch. Da wird wirklich ein Justizopfer hier vergewaltigt von der Justiz. Und das geht nicht, Leute. Dagegen werde ich vorgehen. Ich habe also genug zu tun, genug Projekte, die alle darauf gründen, dass die Justiz Münster abgekackt hat und mich hier in übelster Weise hintergangen hat. Und ich kann euch nur sagen, wenn Kostolmein, sollte die wirklich Recht bekommen, in meinem letzten Fall hier am 17., dann werde ich diese Frau vor Gericht zitieren und werde nachweisen, dass sie unter Eid bzw. die eidesstattliche Versicherung gebrochen hat und ihr Vertreter Remzi Al-Khaleesi ebenso. Sie hat sich also noch tiefer in die Scheiße reingeritten als vorher, weil sie so eine... Alles, was sie da aussagt, stützt sich alles auf ihre Aussage. Das kann ihr glauben, wer will, aber ich glaube das nicht, weil ich weiß, dass die Frau von mir geklaut hat und dass sie sich mit dem übelsten MeToo-Missbrauchstäter Günter Behlitz zusammengetan hat. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es haben sich insgesamt mit mir 500 Menschen aus Münster gegen eine Fortführung der Intendanz Kostolmein ausgesprochen. Wegen der Vetternwirtschaft, wegen der ganzen Abfucks und Abkackung, die sie da getan hat. Das geht nicht. Das ist eine Schreckensherrschaft dieser Frau und das muss sofort, so schnell wie möglich beendet werden. Peace out.